Willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Unsere heutige Mission ist es, hier diese Autobahn zu fotografieren. Ich habe hier die Sony Alpha 6000 mit dem 30mm Objektiv von Sigma, Blende 1.4. Und heute werden wir die Autobahn hier unten fotografieren. Also natürlich mittels Langzeitbelichtung, heißt also, wir werden hier runter, das ist so eine gerade Strecke, runter Langzeit belichten. Und da haben wir diese geilen Light Trails, hier auf der rechten Seite die roten Lichter, auf der anderen Seite die entgegenkommenden Lichter. Das sieht sehr geil aus. Wir haben es gerade kurz vor 9, 8.48 Uhr, also kurz nach Sonnenuntergang. Sonne ist hinten untergegangen gerade. Und ja, es wird gerade dunkel und ich werde jetzt erstmal noch alles vorbereiten und dann werden wir runter fotografieren und dann schauen wir mal, was wir für Bilder heute kriegen. So, ich habe heute mein großes Stativ mitgenommen, denn hier vorne sieht man ja, dass der Sichtschutz hier, der Leitplanke. Mit meinem kleinen Stativ bin ich hier auf jeden Fall zu klein. Deswegen heute mal das große Stativ. Ich stelle mich jetzt erstmal hier auf. 30 mm haben wir drauf. Ich probiere es erstmal, also ich schraube jetzt erstmal den ND-Filter drauf. Das ist hier mein einziger ND-Filter meiner ND-Filtertasche. Verstellbar auch, ich weiß gar nicht, ND8 bis ND500 oder so. Ja, 8 bis 512. Ich schraube den jetzt erstmal drauf und dann machen wir schon das erste Foto. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt erstmal manuelle Fokussierung. Um den Fokus einfach immer gleich zu halten. So, ich habe jetzt 30 Sekunden eingestellt. Blende 2.5, ND-Filter habe ich drauf. Auf Stufe 6,5 circa. ISO 100 und wir drücken erstmal ab. Selbstauslöser. So. Ich hoffe in diesen 30 Sekunden, okay, da kommen schon sehr viele Autos hinten. Hier vorne auch. Das ist nice. Foto ist hier. Wow. Das sieht sick aus. Okay, ich mache nochmal ein Foto. Vielleicht können wir noch probieren, etwas schräg zu filmen, von hier oder von hier. Aber ich mache erstmal jetzt nochmal ein Foto. Und ich warte jetzt erstmal, bis Autos kommen. Ja, ich probiere es mal. Von hinten kommen zwei Autos. Ja, schauen wir mal. Ja, wie ich mir dachte, Light Trails auf der rechten Seite sind leider etwas mager. Aber sieht doch nicht so schlecht aus. Also es geht sogar. Ja, das erste Foto war besser. Ich werde jetzt nochmal ein Foto hier von, ne, bisschen Perspektive reinbringen. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal wieder warten auf den perfekten Moment, bis die Autos kommen. Okay, ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen. Ich drehe kurz den ND-Filter nach unten. Und wir legen los. Oh ja, da hinten kommen jetzt einige Autos. Hier vorne auch, das ist sehr gut. Okay. Ja, gut, das sieht jetzt nicht so krank aus, weil ich merke gerade hier vorne, die Light Trails hier vorne sehen nicht so gut aus. Beziehungsweise, okay, es sind Light Trails tatsächlich, aber die fahren alle auf der rechten Spur. Ja, natürlich, so gehört sich auch, aber auf der linken Spur. Ich würde mir wünschen, wenn es so schön ausgeglichen ist, weißt du, so rechts und links, also auf allen vier Spuren, dass auf allen vier Spuren ein paar Autos sind. Aber ja, kann man machen, sieht nicht scheiße aus. Vielleicht machen wir noch ein Foto. Von der anderen Seite. Ich meine, man muss sagen, so viele Möglichkeiten hat man hier nicht, was jetzt Perspektive angeht und generell Komposition angeht, weil wir sind hier einfach nur eingeschränkt. Es gibt halt eben nur diese Richtung, in die ich fotografieren kann. Ich meine, ich könnte theoretisch auch hier hinten fotografieren, aber das ist eine Kurve, das sieht halt nicht so geil aus. Ich finde, bei solchen Bildern ist es immer geil, wenn man eine ziemlich lange Gerade hat. Und das ist hier halt eigentlich perfekt. Ja, ich glaube, jetzt ist gut. Jetzt kommen vorne ein paar Autos und hinten auch. Ja, es ist halt scheiße, immer nur von der rechten Seite. Also immer nur rechts fahren sie alle. Das ist blöd. Also man sieht hier, die Light Trails sind halt leider nicht gleichmäßig verteilt, weil eben die Autobahn nicht so befüllt ist. Aber da muss ich sagen, da war das erste Foto eigentlich perfekt. Wenn ich mir das erste Foto anschaue, die Light Trails ziemlich gleichmäßig verteilt auf beiden Seiten. Tatsächlich links hier diesmal ein bisschen mehr, also beim ersten Foto. Ich würde jetzt eigentlich noch gerne ein Hochformatbild machen. Das Problem ist halt, das geht hier nicht. Ich meine, wenn ich jetzt mal probiere, Hochformat ist sowieso... Naja, würde gehen. Ja, ich werde mal das Ding hier umschrauben und dann Hochformat fotografieren. Okay, ich habe die Kamera jetzt mal anders aufgeschraubt. Ich hoffe, das hält. Ne? Ich hoffe, die wird jetzt nicht hier plötzlich nach unten kippen. Dann gehen wir mal, würde ich sagen, kurz mal nochmal in die Mitte. Ja, ich glaube, Hochformat ist es besser, wenn ich das hier ganz... Also wenn ich das hier zentriert mache alles. Jetzt müssen wir wieder auf Autos warten. Aber ich glaube, das ist der gute Moment. Hier hinten kommen zwei Autos, links und rechts. Das ist geil. So haben wir auf beiden Seiten Light Trails. Okay. Ja, leider kam jetzt gerade von vorne nichts.
Das ist schade, weil es wäre. Auf der rechten Seite würde es gerade sehr geil aussehen. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Du musst halt echt immer auf den perfekten Moment warten. Also wirklich warten. Also es wäre eigentlich nicht schlecht, wenn ich hier jetzt wirklich eine halbe Stunde stehe und warte, bis das perfekte Foto rauskommt. Okay, wir probieren es nochmal. Oh nein, jetzt würde die Welle kommen. Nein, jetzt kommen so viele Autos. Das meinte ich. Man muss auf den perfekten Moment warten. Ich habe es verkackt gerade. Scheiße. Guck dir das an. Aber es geht, glaube ich, noch. Oh ja. Er hat es noch drauf bekommen. Das ist geil. Das ist das Foto, glaube ich. Es kommt gerade von hinten und von vorne sehr viel. Auf beiden Spuren. Das ist geil. Okay, die Welle ist vorbei. Aber ist auch geil. Naja, schwer zu sagen, welches besser ist. Sieht eigentlich beide geil aus. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst natürlich gerne wie immer ein Like und ein Abonnement da. Vergesst natürlich nicht, mich auf allen Social Media Kanälen zu abonnieren, also Twitch, Twitter, und kommt gerne auf meinen Discord, um keine Streams oder Videos mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.